Deploy-Lager schon gemacht? Ja. Wir haben sehr, sehr viel abgeschüttet. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich hab 20k verbrannt. Geh mal kacken, Alter. Doch. Gott, hier ist alles nichts. Getriebe muss raus. Das Getriebe ist komplett voll Späne. Getriebe ist raus. Der Wagen läuft nicht. Wir haben eine Ölpfütze auf dem Boden. Nervig. Adoptionsprogramm kriegen wir nicht vollständig durch. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video und zu einem gleichzeitigen neuen Projekt. Es ist ja wirklich nicht zu fassen, ja. Es geht hier immer weiter los. Wir sind tatsächlich unterwegs mit unserem Sorgenkind. Wer kennt's nicht? Für alle, die das Auto noch nicht kennen, da steckt eine richtig, richtig lange Geschichte hinter. Ich habe es letztes Jahr gekauft als Fehlkauf für 20.000 Euro. Es ist jetzt genau ein Jahr her. Wir haben es mit dem BMW-Profi KJ-Mobil nach und nach aufgearbeitet, alle Fehler abgearbeitet. Das Fahrzeug war nicht fahrbereit, muss von Nürnberg abgeschleppt werden. Ja, und dann haben wir es in Leverkusen so weit gebracht, dass das Fahrzeug abgeliefert hat bei dem Battle gegen Marius, gegen den C63. Dort haben wir auch gewonnen. Und dort lief der Wagen problemfrei. Und ich darf euch herzlich begrüßen, wie gesagt, zu diesem Projekt. Denn wir dürften nicht gucken, wie ich aussehe. Ich habe was Gemütliches an. Warum? Weil wir halt 600 Kilometer vor uns haben. Wir fahren jetzt Richtung Nürnberg. Und was bekommt der M5? Der M5 bekommt ein, also geplant ist es, ein richtig fettes Kompressor-Kit, Freunde. Ja? Ich habe mich dazu entschieden, das Fahrzeug nicht mehr zu verkaufen. Wir machen aus dem Sorgenkind unser Traumauto, wie es wirklich geplant war. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich brauche es euch nicht zu erzählen. BMW M5 V10 Motor ist wohl mit der anfälligste Motor, den es gibt. Wenn du ihm einmal Liebe gibst, so wie wir es gemacht haben, ist er eigentlich sehr, sehr zuverlässig und gibt dir auch Liebe zurück. Aber wir blenden euch gleich mal die Szene ein. Dann werdet ihr sehen, was passiert ist. Was komisch ist, ey, ich habe ja das Battle mit Marius gehabt, da hat er ja auch voll auf die Fresse bekommen und nur die ganze Zeit Drehzahlbegrenzer. Warum der jetzt bei einmal durchbeschleunigen Motorkontrollleuchte angeschmissen hat? Wie gesagt, ich bin ja selber überrascht. Ist ja nicht so, dass der Fehler vorher da war oder so, weißt du? Ich hab mit gerechnet. Ja. Bei dem Motor, was willst du machen, ey? Scheiße, ey, ja. Ja. Wir gucken mal, ne? Ich düse erstmal durch und dann gucken wir. Ja, ist die Motorkontrollleuchte kurz mal gedrückt, zack, geht die Motorkontrollleuchte an. Es ist wirklich nicht zu fassen. Jetzt fahren wir mit Motorkontrollleuchte, fahren wir trotzdem nach zum lieben Nikolai, nach Infinitas, weil wir wollen da durchziehen. Wir wollen den M5 wirklich auf Kompressor umbauen. Ihr könnt euch vorstellen, das kostet alles einen Haufen Stangen Geld etc. Ist wieder ein Riesenprojekt, deswegen würde ich mich jetzt schon mal beim Daumen nach oben freuen, falls euch das Projekt gefällt. Und einfach euren Support in den weiteren Videos. Was soll ich euch sagen? Ich tanke die Kiste jetzt nochmal voll. Hier gibt es bei der Shell gibt's 100er und dann geht es weiter nach Nikolai. Da müssen wir mal einen Fehler auslesen. Und hoffentlich ist es nur eine Kleinigkeit, weil die großen Baustellen haben wir eigentlich schon abgearbeitet. Oder der Fehler kommt einfach nicht mehr wieder. Er verpieselt sich. Übrigens, Freunde, auch mit seit einem Jahr dabei und tatkräftig den Kanal unterstützt, dass solche Projekte möglich sind. Guck mal, was ich hier habe. Das gibt es im Bundle. Wir haben einmal Mango Lassi und einmal Strawberry Lassi von Y-Food. Ihr kennt es, eure entspannte Trinkmahlzeit. 500 Kalorien in einer Flasche. Alles an Mineralien und Nährstoffen dabei. Sogar 35 Gramm Proteine, Freunde. Alles mit dabei. Hält 3 bis 5 Stunden satt. Ist auf so einem Roadtrip natürlich immer angenehm. Einfach mal eben reintrinken. Zack, bist du 3 bis 5 Stunden satt. Von daher, wer das Ganze mal ausprobieren möchte, es gibt das Ganze jetzt im Bundle mit 25% Rabatt und mit meinem Rabattcode ZALO10 bekommt ihr nochmal auf das Ganze 10% Rabatt. Also wer es jetzt nicht ausprobiert, dann weiß ich es natürlich auch nicht. Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, Freunde. Und jetzt viel Spaß dabei bei dem spannenden Video. Mal gucken, was für ein Fehler der M5 geschmissen hat. Ab geht's nach Infinitas. Ja, Freunde, ja komm. Ja, hör mal,
Ja, dann nehmen wir alle Latten am Zaun. Autobahn hin oder her, wirklich. Autobahn hin oder her, das ist mir auch egal, aber 2,16 der Liter, Alter. Das darfst du alles gar keinem erzählen. Übrigens, Bremsen vorne hinten, Gott sei Dank. Vorne hinten, vorne hinten. Das passt soweit. Blockiert nichts mehr, alles super schick. Für den, der es nicht weiß, wir haben ja schon Querlenker, Radlager, Motorlager, Koppelstangen, Bremsscheiben, Bremsbeläge, Felgen, Reifen, alles ist neu an dem Auto. Alle Öle, Zündkerzen, Zündspulen, Magnetventile, Bleulagerschein. Das haben wir bis jetzt alles neu gemacht. Ey, was ist das denn für eine Scheiße jetzt hier? Warum hat der aufgehört? Alter. Pumpe aus. Ey, ich hab doch... Ey. Warum habe ich denn wieder nur die Kacke am Dampfen hier? Das darfst du alles gar nicht erzählen. Ich möchte doch tanken. Ich kann mir doch nicht einfach die Pumpe hier ausmachen. Oder bin ich zum Glück? Das glaub ich nicht, oder? Der Tag fing so schön an. Was hat sie gesagt? Sagt die, ja, passiert manchmal bei Nummer 3. Ich soll zurückfahren. Jetzt ist der Junge hier am Tank. Das ist Ah, so. Nee, komm. Jetzt gehen wir nicht auf den Keks hier. Ich habe keinen Nerv für so einen Scheiß. Ja, wie gesagt, alles neu an dem Auto eigentlich. Ich hoffe, es ist nur eine Kleinigkeit. Die können wir vielleicht noch bei Infinitas beheben dann. Wie gesagt, sehen wir uns später wieder, Freunde. Vielleicht passiert ja noch das eine. Ich hoffe, wir kommen einfach nur an. Das ist unser Sorgenkind, sorgt immer für Brisanz. Und ich glaube, mit dem wird es niemals langweilig werden. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass der in Richtung Drehzahlbegrenzer Motorkontrollleuchte angeschmissen hat, ne? Ja. Aber ist jetzt nach Neustart ist wieder alles aus. Ja, dann kann es ja nur irgendwie, weiß ich nicht, moralischer Fehler irgendwie gewesen sein. Muss ja eine Kleinigkeit sein irgendwie, ne? Wenn du einen richtigen, heftigen Fehler schmeißt, dann geht der auch in den Notlauf direkt, weißt du? Ja, ja, normalerweise schon. Normalerweise genau. Schon. Dann bleibt die im MKL dann auch immer an. Das weiß ich noch. Genau, genau, genau. Deswegen kann das tatsächlich nichts für das sein. Ja, und die zweite Idee, die ich habe, ich fahre jetzt einfach runter, weil wir lesen den Fehler aus und ich bin ja geplant bis Freitag da. Sonst kann man ja auch irgendein Teil bestellen und dann einfach, ja, scheiß drauf, austauschen. Ja, ja, auf jeden Fall, mach das. Deswegen sage ich, fahr runter. Genau. Nee, ich fahre direkt zu Infinitas, die haben ja Auslesegerät, alles da, weißt du? Ach so, okay, alles klar, ja, so meinst du das, okay, alles klar, ja, alles klar, ja, ich sag dir Bescheid, sobald was Neues gibt, ne? Super, perfekt. Okay, mein Lieber, bis dann. Jo, bis später. Ciao. Des Geflechten Motorsports. Wir sind angekommen bei keiner geringeren Firma als Infinitas, ehemals G-Power. Da sind wir. Wer die Videos schon länger guckt, der weiß, dass wir hier auch vor 2 Jahren ungefähr waren und 3 Autos Probe fahren durften. Einmal ein M3 E390, ein M6 mit demselben Motor, der hier drin ist, und einen M4. Genau, die Videos, die sind auch noch online auf dem Kanal. So, jetzt sind wir hier, jetzt muss ich erstmal ganz dringend auf Toilette und dann gehen wir erstmal dem Nikolai. Da freue ich mich auch schon wieder, den wiederzusehen. Mit dem haben wir natürlich auch den Sommer-Road-Trip gemacht und der war mit dem M4 dabei. Den gehen wir jetzt erstmal Hallo sagen, wir machen. Und dann klären wir das weitere Vorgehen hier. Kompressorumbau mit MKL. So kann ich dem Nikolai nicht Hallo sagen, wenn wir meinen Adiletten. So. Ja, bah, ekelhaft, Alter. Das ist kein Bezug. Platzhändler. In Jogginghose und Montclair-Jacke. Ah, ich grüße dich. Angekommen? Mein Lieber, ich freue mich, dich wiederzusehen. Ohne Scheiß. Alles gut gewesen? Ja, ja, ich freue mich auch. Alles, ja. Alles super, ist ja geil. Lange her? Aber das ist gut. Ich. Nee, das ist. Oder? Warte. Ja, ein bisschen. Ja. Für diejenigen. Wir haben ja schon ein bisschen rumgeschwommen. Wir haben ja schon mal gesagt, vielleicht machen wir das mal oder so. Ne? Mhm. Vor, wie lange ist das her? Boah, ja, mindestens schon, oder? Ja, wo du neu gekauft hast, glaube ich, war das. Ja. Wie lange ist das her? Das ist 1 Jahr her, genau. 1 Jahr, ja. So musst du 1 Jahr her gewesen sein. Da haben wir so ein bisschen rumgesponnen, ne? Mhm. Und ich habe gesagt, Nikolai,
Halt, stopp, wir reden nicht weiter, bevor der Motor nicht gemacht ist. Ich komme nicht zu dir für einen Kompressorumbau und gib mir die Blöße. Und am Prüfstand geht dann die Lampe an, Motorkontrolllöcher an, dies an, Notlauf. Und wie ist es? Das. Der Zallo fährt hierher, Motorkontrolllöcher. Das hast du keinem erzählen. Wir haben so viel gemacht, das kann ich dir gleich mal in Ruhe erzählen. Ja. Vielleicht auch dem Olli, dem Michael, ist er da? Ja, genau. Vielleicht ja, möchte er sich das auch anhören, ist ja für ihn auch interessant, ja, was gemacht worden ist und was nicht, ne? Und da habe ich ja das Battle gehabt mit dem Marius, zweiteilig, auf dem Flugplatz. Hin und her, Vollgas, hin und her, Begrenzer hier, da, schalten. Alles gut. Nichts gewesen. Nichts. Und dann packe ich ihn aus und dann, wie gesagt, hier auf der Bahn. Ich habe dich ja auch gerade angerufen auf dem Weg, ne? Habt ihr das erklärt? Ja, ganz komisch. Ab 2,40, ne? Beim Schalten nochmal kurz vom Begrenzer. Sollen wir gleich mal auslesen, was das ist? Ja, ich hab vier Möglichkeiten, habe ich. Vier Möglichkeiten? Ja. Welche? Entweder ist es wieder das Iodensteuergerät. Mhm. Hattest du so einen ähnlichen Fall? Da macht er die Zündaussetzer und macht Zylinderabfall. Ne? Mhm. Das Ionensteuergerät, weißt du, vielleicht ist er für 5 Zylinder, steuert das die Zündspule. Mhm. Ne? Das. Entweder das oder ein Drosselklappenversteller oder ein Leerlaufregler. Oder wenn richtig die Kacke am Dampfen ist und wir Kompression messen, und das stimmt was nicht. Na. Dann kann ich genauso wie es hier ist, kann ich auch wieder abdampfen. Weil dann setzen wir da keine... Kompression wird da ja nicht sein. Weil dann setzen wir da keine Flöte drauf. Nein. Ja, dann fahren wir erstmal rein und machen Fahrzeugannahme. Ich muss ganz dringend Pipi. Pipi? Ja, das ist eine Weile. Ja, dann machen wir erstmal, dann gehst du erstmal aufs Klo. Gucken wir mal, was der Laptop sagt. Hiobs Botschaft, ja, nein, vielleicht. Motor-Not-Programm, ja, okay. Kraftstoff-Soll-Druck-Vergleich. Zumindest Kraftstoffdruck. Hat's schon mal? Nee, das tatsächlich zum ersten Mal. Mhm. Kraftstoffdruck, sagt er. Oder Kraftstoffpumpe im Tank, was ist damit? Die tauschen wir auch. Die tauscht okay, weil die ist ja glaube ich zu schwach für den Umbau, ne? Ja, genau. Da kommt eigentlich haben wir es anders. Ich gedacht, weil er sagte ja, bei hoher Drehzahl ist es angegangen. Vielleicht schafft die Förderpumpe das sowieso jetzt schon nicht mehr. Vielleicht ist die eh schon im Sack. Kraftstoffpumpe gesagt, kommt auch sowieso neu. Ne, wir haben ja alles gemacht eigentlich. Genau, also ja, ja so weit, ne? Du weißt ja, das ist schon. Ja, klar, das ist, schon, ne? Ist eine Endlosbaustelle, aber wir haben schon ein bisschen was gemacht, sagen wir mal so, ne? Ja, die Lösung kommt, ja, mehr Leistung. Ja, da gibt mal Vollgas und baut den mal hier einen richtig dicken Kompressor ein, nicht so eine kleine Luftpumpe da. Ja, bei den Fehlern, die er Ding werfen kann, backen wir lieber kleine Brötchen. Das ist egal, dann geht's richtig kaputt. Nächste Woche kriege ich den Anruf, Motor kaputt. Ja. Na gut, alles klar. Wenn Tuning mal nicht gut heißt, dann gleich. Okay, weißt du Bescheid, ne? Okay, supi. Danke euch, ne? Jo, bis später. Viel Spaß. Danke, ciao. Ciao. Ja, da fällt mir erstmal so ein kleiner Stein vom Herzen, weil wir haben einen Kraftstoffdruckfehler. Und der Nikolai hat mir direkt die nächsten zwei Fragen quasi abgenommen. Erstens Kraftstoffpumpe, hätte man natürlich tauschen können, aber ich habe mich jetzt damit nicht so krass befasst. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir machen einen Kompressor umbauen. Ich habe mir jetzt vertraut dem Nikolai da. Ich habe mir jetzt nicht genau geguckt, was da alles umgebaut wird. Gemacht, ja. Deswegen, und er sagte gerade, Kraftstoffpumpe wird getauscht. Das ist schon mal gut. Ich kriege auch eine andere Einspritze. Ja, genau. Die reichen nicht mehr für die Leistung. Ja, dann ist doch eigentlich... Ja, wir müssen trotzdem wissen, wo der Fehler herkommt, weil es ist immer scheiße, wenn man anfängt und irgendein Problem hat. Also eigentlich genau das, wie es nicht sein sollte, aber wir finden es raus und dann kann man ja loslegen. Ja, kann ja sein, oder. 120.000 Kilometer, da kann ja mal was sein, ja. Ja. Und die Alterung vom Fahrzeug darf man auch nicht vergessen, ein Baujahr 2007. Was sagst du? Willst du mich eben auf die Bahn schicken? Eben einmal vorher messen, was der Hobel zeitlich kann? Ja, wir löschen gleich mal Fehlerspeicher und dann, wenn du dich traust, können wir schon noch einmal messen. Ja, dann ziehe ich ihn nicht ganz bis zum Drehzahlbegrenzer, sondern... Wir können auch mitlocken, wie der Kraftstoffdruck sich verhält. Dann kann ich im Worst Case sagen, nee, stopp, aufhören jetzt. Ja. Das können wir machen. Okay, gut. Dann messen wir mal. Ja, messen vorher, wir. Vorher, nachher. So, Freunde, also das war jetzt bis hierhin erstmal der erste Teil vom Kompressorumbau. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Du kannst ja mal kurz anmerken, du hast gesagt, im schlimmsten Fall, je nachdem wie er im Futter steht, 600 PS sollten rauskommen. Am Schluss? Minimum, oder? Wenn wir fertig sind, ja. Umbau.
Ja, lass dich mal überraschen. Eventuell sogar Tendenz steigend, müssen wir mal schauen. Ja. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie der Wagen im Futter steht, weil wir werden den Wagen auch am Leistungsprüfstand Eingangsmessung, ja. Und einmal eine Eingangsmessung machen. Ich habe 100er gerade getankt, voll. Okay. Und jetzt können wir bei der Aral ja nochmal 102er nachtanken. Mhm. Da werden wir auch sehen, wie viel PS hat denn jetzt der Wagen? Weil ich habe bei JP im Video gesehen, da war einer mit 350.000 Kilometer. Okay. Und der hat mit... Also ohne M-Modus haben die ja 100 PS weniger. Man hätte 400 haben sollen, der hatte irgendwas um die 380 oder was. Und mit M-Power-Taste hatte 380? Ungefähr, ja. Und nein, mit M-Power-Taste hatte er 420 PS anstatt 507 PS Serienleistung. Das ist ja wie der kleine Bruder. Ja, genau. Und das hat mir dann so ein bisschen Sorgen bereitet. Aber vom Popometer her muss ich sagen, von meinem Popometer her steht er gut im Saft. Deswegen werden wir das jetzt testen beim Zeitmessen. Unter 10 ist gut. Ja. Das wäre gut. Gut, sehr gut. Das klären wir im nächsten Video. Und dann machen wir, wie gesagt, noch die Eingangsmessung. Und dann gucken wir mal, wie nah wir an der Serienleistung sind. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, auf diese Episode Kompressorumbau bei Infinitas. Ich bin mega gehypt. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil es kann immer was schief gehen, gerade bei dem Motor. Ja, die. Aber die Wunschvorstellung ist natürlich, weil ich habe gerade zum Felix hinter der Kamera schon gesagt, wo wir hingefahren sind. M-Power-Taste angemacht, mal durchgeladen. Mhm. Alter, das Ding braucht eigentlich gar keinen Kompressor. Der geht echt gut. Du wirst danach merken, dass es ja. Brutal ist. So ein Kompressor der auf so einem V10 ist wirklich krass. Der geht gut und der knallt so schon gut. Ne? Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist dann nochmal so die Endstufe. Ne? Weil ich will ihn auch nicht mehr verkaufen. Das Ding wird jetzt high-end gemacht, ein Arschlecke. Ne? Mhm. Nach meinen Vorstellungen. Ja, also von daher... Würde ich mir sehr freuen, wenn ihr euch darauf freut. Freut euch auf das nächste Video. Dort messen wir die Zeit. Mal gucken, wie schnell der im Saft ist nach 120.000 Kilometern. 14 Jahre mittlerweile. Dann sehen wir uns da. Sehen wir uns gleich. Gut, lasst schon mal einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.